Hallo, Freunde der Spielkultur. Willkommen bei Naval Action, wo wir uns auf den Weg machen, als Pirat die Meere zu bereisen. Arr! 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 Wer von euch ist überhaupt schon da? Guck mal, nur der Dennis ist da, ihr seid überhaupt nicht da. Arr! Geh weg. Dennis hat gescheatet. Erst als Captain darf ich einen Dreischmitz tragen. Ihr müsst heute für mich schießen, weil ich keine Tiefenwahrnehmung habe. So, wir müssen jetzt eigentlich mal so ein bisschen aufklären. Zum einen habe ich das Schiff gewechselt. Das haben Leute auf YouTube noch gar nicht mitbekommen, dass ich jetzt mit der Niagara mit rumfahre. Flachere Version als die Snow, weniger Kanonen, aber dafür schneller, ne? Und dickere Kanonen. Und dickere Kanonen. Dicke Eier. Piraten mögen große Dinger. Der Papagei hält nicht auf meiner Schulter. Sagt Amazon. Du hättest ihn auf ein Mikro setzen können. Arr, Freunde, auf nach Süden! Hiss die Segel! Du musst mehr Schimpfwörter einbauen. Was wäre ein mittelalterliches Schimpfwort? Landratten zum Beispiel. Hiss die Segel, Alpha Kevins! Meine Augenklappe ist auch zu groß, aber ich werde die nachher mal hochschieben. Sieht auch nicht so schlimm aus. Arr. Wir werden erstmal die Missionen des Proofs erledigen. Weil ich mir das verdient habe. Wir sehen, als Neuerung gibt es jetzt unterschiedliche Gold und XP für die Mission und dementsprechend, was uns für ein feindliches Schiff erwartet. Mit Prunk und Juwelen. Und Rum. 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 Für alle. Außer Kevins. Kevins kriegen keinen Rum. Mir war der Dreispitz auch zu teuer. Ein Dreispitz kostet mal eben 20 Euro. Vor allem sind die online bestellten Dreispitz immer ganz schlecht zusammengebaut. Nächstes Mal baust du deine eigene. Im Hafen von diesem Amazon waren die Wertungen nicht gut. Und ich vertraue den chinesischen Landarbeitern, die die Bewertungen schreiben. Arr, ein Zeichen in der Distanz. Auf, Piraten. Hart Südost. Taki schläft wieder. Schiff dreht sich nicht so schnell, Captain. Das macht nichts. Arr, willkommen, Blindbart. Ein guter Feind. Wisst ihr, warum Piraten Augenklappen getragen haben? Sexy macht? Nein. Vor allem haben Piraten nur Augenklappen getragen, bevor sie in ein Schiff geentert haben, weil die meisten Kämpfe beim feindlichen Schiff unter Deck waren und die haben dann die Augenklappe abgemacht, dann war ein Auge an die Dunkelheit schon gewohnt. Dadurch hatten die einen Vorteil. Ich hoffe, uns das beizubringen. Geh weg! Arr, wir sind in Reichweite. Nur Blackbeard fehlt.
Bärt. Beard. Bremst du schon, Arsch? Wir sind richtig, du kannst anhalten. Bremsen? Ich hab keine Bremse. Auf in den Kampf! Jetzt haben wir genug gelernt für heute. Jetzt sprechen nur noch die Kanonen. Piu, 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 piu. Wir werben übrigens für unseren Clan, die Holzaugen. Ihr müsst euch nur das rechte Auge rausschneiden, um beizutreten. Eine Brick. Klar, noch. Mit Stoffen und Seide aus den neuen Ländern. Kanada! Ich hab schon einen Treffer. Also gegen mich, nicht für mich. Sehr schön. Alles abgefallen. Ich hebe während des Kampfes meine Augenklappe hoch, damit ich den Feind sehen kann. Besser treffen tust du so oder so nicht. Die sind eigentlich für einen chirurgischen Eingriff gedacht. Damit man das Auge danach schonen kann, wie so eine Laser-OP. Das war auch schön bei der Bewertung, da stand nämlich da drin, Augenklappe deckt Auge gut ab nach meiner Laser-OP. 4 von 5 Sterne. Leider nur auf einer Seite ausgepolstert. Kannst ja doch eine Socke hinterstopfen. Ja, könnte man. Die Brick wird wahrscheinlich nicht lange durchhalten. Wie viele Kanonen habt ihr denn jetzt? Du hast schon 15. Cloakline hat 19. Das ist übrigens die leichteste Mission, die ich hatte. Deshalb tut es mir jetzt schon ein bisschen leid. Weil normal soll ich ja die leichte Mission nicht nehmen, aber die hat sich von XP und Geld jetzt nicht stark ab... was wollte ich sagen? Differenziert. Zu den anderen. Was bist du für ein Pirat? Was benutzt du für Wörter? Geh weg! Geh weg hat niemals ein Pirat gesagt. Geh weg! Kilo holen. Du Klabautermann. Oder so. Der Klabautermann, der kommt doch aus der Piratenzeit, oder? Weiß ich nicht. Guck doch mal bitte, aus welcher Zeit der Klabautermann kam. Ich spreche zu Gott, der antwortet mir über einen Hitbox-Chat. Ich drehe mich zu langsam, ich kann nicht schießen. Oh. Erst mit Säge einholen, soll funktionieren. Bitte was? Säge einholen, soll funktionieren. Ja, klappt sogar. Mindestens 14. Jahrhundert, denke ich, auch in der Hanse verbreitet. Der Klabautermann. Ja, passt doch. Das hört sich auf jeden Fall richtig an. Ich habe das Gefühl, meine Kanonen richtig träge heute sind mit Laden. Wurde daran irgendwas verändert? Wisst ihr nicht, ne?
Ich habe nur gelesen, dass die das Nahkampfkanonen jetzt 25% mehr Schaden machen. Damit die Sinn machen. Macht Sinn. Ah, der Klabautermann ist sogar ein Schiffsgeist. Also jetzt eigentlich wirklich die Taktik bewährt, dass man einfach stehen bleibt und schießt. Ja, stehen bleiben. Also wenn da so eine Niagara am Weg ist. Unschön. Das bin ich. Kannst ja einfach drüber schießen. Nee, nicht wirklich. Hab ich eben gemacht. Funktioniert. Das klappt, ja. Meinst du, dass du über die Brücke und die Niagara beschossen hast? So. Ich habe auch schon durch unseren Kutter gerade geschossen, der mit dem Weg stand. So gesunken. Kohle! Ach, und es soll jetzt inzwischen mehr Loot geben. Habe ich mir auch mal also sagen lassen. Also davon habe ich noch nichts gespürt. So, das nächste Ziel sollte genau im Osten liegen. Nee, das ist falsch. Wie nennt man denn jemand, der eine Flotte befehligt? Wir sind keine Flotte. Hallo, wir sind 4 Schiffe. Das ist keine Flotte. Was wäre denn für dich eine Flotte? 30 oder sowas. Unnütz. Wir sind maximal ein Konvoi oder so ein Scheiß. Wir sind doch keine Angeber. Wir machen doch auch mit 4 Schiffen 80 kaputt. Ah, da sehe ich schon. Ich sehe schon den nächsten Haken. Das Kreuz auf der Karte. Der Säbel. Gekreuzt. Kommodor oder Admiral? Sie könnten Ihr eigener Kommodor sein. Es wird, glaube ich, sogar ein Fluch der Karibik 1 erwähnt. Als Jack Sparrow mit dem Schiff von dem Blackbeard fahren will, und sagt, er könnte Commodore sein. Und er würde unter seinem Segel, Segel fahren. Das wäre auch eine schöne Sache noch fürs Spiel, dass du die Segel kolorieren könntest. Also mit Symbolen. Bin dafür. Dann könnten wir als Holzaugen eine Holzkugel drauf machen. Quick. Was Besseres ist dir nicht eingefallen? Ein rausgerissenes Auge oder ein Löffel? Hier ist der Haken. Ja. Ich hoffe, es ist eine größere Herausforderung diesmal für euch. Werden wir sehen. Arr, ich grüße Stellas. Oh ja, mehr zum Spielen. Navy Brick und Snow. Werden wir ein First Target auswählen? Versenk, was du willst. Versenk, was du willst, ist der Plan. Ach, schieß einfach. Oh. Hier brauchst du nicht viel mit Taktik. Aber hinten. Die haben sowieso keine Chance. Das ist doof.
Übrigens, Tipp, das ist ein authentisch mittelalterliches Hemd, was zu der ähnlichen Zeit auch getragen wurde. Das hattest du bei Attila auch schon an. Richtig. Das ist korrekt. Da war es ja auch richtig in der Zeit. Naja, fast. Sagen wir, ich hab nichts anderes. Es wird das Piratenhemd und Mittelalterhemd verkauft. Die sind sich da einerlei. Ist ja kein Unterschied. Zwischen Piratenhemd und Mittelalterhemd? Gut, ja, dann ist es gleich an. Richtig, das hab ich noch getragen, als ich jung war. Da war das noch Mode. Mit so Rüschen. Aber ich zieh die eh hoch, weil dann kann ich besser steuern. Und hast du auch die passende Hose dazu an? Die passende Hose ist bei mir Boxershorts. Naja, reicht schon. Die haben im Mittelalter keine Hosen getragen. Vor allem Piraten nicht, wegen bei Plünderungen, Vergewaltigungen. Es ist gar nicht so schwarz, wie es wirkt. Du bist schon wieder ganz schön rassistisch. Das kommt vielleicht vom Kontrast der Kamera. Der Wind ist echt kacke irgendwie. Ja, der Tipp will mich immer nackt haben. Der steht dort auf Akte. Nackte alte Männer. Nackte alte Männer. Er wärmt gern seine Hände unter meinen Brüsten auf. Deine Hängebrüsten. Richtig. Leider darf ich glaube, ich darf nicht mehr oberkörperfrei streamen. Es ist eine sehr radikale Welt. Meinst du nicht? Du bist ein Mann, ist royal. Nee, bei Mann ist ja noch schlimmer. Mein Gott. Ich habe noch keinen einzigen Schuss gemacht, wo ich getroffen habe gerade. Ich drehe jetzt erstmal. Das ist nur bei Twitch verboten. Ja, alle Klamotten weg. Dann weiß ich schon, beim nächsten Stream lade ich mal erstmal schön Hooker ein und die kann dann hinter mir mit aufgeklebten Nippeln irgendwas schwingen. Ich bin dabei. Wer weiß, dass ich sich engagiere. Ich guck mir das an. Und ich damit sagen. Muss doch was für die weiblichen Zuschauer machen. Warum haben wir eigentlich keine Ruderer? Wo der gerade jetzt über Sklaven redet und dass die rudern mussten. Wir sind Piraten, wir können sowas nicht leisten. Ein Sklave kostet Geld? Ja, die sind teuer in der Anschaffung. Glaube ich kaum. Oh, endlich treffe ich auch mal. Tim, warum du mir monatlich summen musst? Was meinst du mit monatlich? Du musst nicht monatlich summen. Subben. Subscriben. Ich sag lieber subscriben, Summen hört sich komisch an. Yep. Ich grüße dich, Robotech.
Ja, ich glaube, das ist eigentlich ein Dauerauftrag, wenn du nicht irgendeine Zahlungsfunktion nimmst, die eh nur einen Monat ist. Und du kannst es abstellen, richtig. Ahoi! Hoi hoi! Ob's damals schon Bikini Bottom gab? Klar. Stimmt, eigentlich ist es aus der Piratenzeit. Ich habe eigentlich nie verstanden, warum Piraten SpongeBob mögen. Damit können sie sich waschen. Nach 0 Uhr mache ich gar nichts außer schlafen. Ich glaube, der Stinker singt gerade. Ich habe übrigens wieder keinen einzigen Schuss kassiert. Ich glaube, ich habe irgendwie so einen Bonusstatus im Spiel. Warte, es lässt sich ändern. Warum schreibt Blackbird Dennis Hilfe? Ich drehe gerade mal. Der sieht doch cool aus. Ja, der hat doch kaum Schaden. Was fährt er von uns weg? Danke, Tim, für dein Support für die Piratenflotte. Er ist die Segel! Sammelt die toten Frauen ein. Sie sind noch warm. Das wurde natürlich später falsch überliefert. Diese Information. Dass sie noch warm sind? Nein. Alles ist ein Loch. Waren sie kalt? Auch die Rumpulle. Die erst recht. Hauptsache ist nichts mehr drin. Ich glaube, ich habe heute echt eine gute Playlist von Musik her. Das machen, dass wir das im TS auch hören. Nö. Könnt ihr einen Stream im Hintergrund anmachen. Ach ja, ihr hört euch dann selbst, ne? Und dich doppelt. Ach, ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, als mich doppelt zu hören. Ist uncool, glaub mir. Reicht schon, dass du zweimal im TS bist. Ah, Chris, hab ich jetzt richtig gut Kohle beim Questen. Ja, aber nur du. Wir kriegen dafür weniger. Tja, danke. Ja, Mannen, auf nach Nordosten. Ist genau vor Islet. Also fast vor Islet. Bis in eine Molterei starten. Und dann? Dich stürzen. Das macht überhaupt keinen Sinn. Wir kriegen dein Gold? Das macht auch keinen Sinn. Ich habe gar kein Gold. Ach, geh weg. Das habe ich schon weggekippt. Meine Hände Snow wurde verkauft. Ach nee, Brick. Du hast recht. Sag ich doch. Aber wirklich bloß die Macht machst du damit auch nicht. Scheiß. Händlergebühren. Mein Gott, es gibt wirklich jemanden, der sich Jack Sparrow genannt hat. Ah, nicht nur einen. Nicht nur einen. Dark Space. Die dunkle Lücke. Das hätte mich jetzt auch wieder an Arsch falten. Du vermisst Yeti. Gib's zu. Natürlich vermisse ich Yeti ab und an. Aber das ist auch normal. Man hat ja auch zusammen gelebt. Und es hat ja auch seine Vorteile gehabt, nach Hause zu kommen und Essen zu bekommen. Oder hier im Raum zu sitzen und jemand klopft und bringt einem Essen rein.
Aber heute hast du mir gesagt, ich bin fett geworden von der Putzfrau bei uns. Also ist es besser aufzuhören. Zu leben? Ja, Blackbird Dennis, du darfst dem Clan beitreten. Wenn du mir das Auge von dir zuschickst. Du hast die Gebühr vergessen. Ja, der Taki nimmt 10.000 Gebühr. Und eine Breitseite von mir. Wenn du die überlebst, gehörst du zum Clan. Denn doch ist es einfach. Post oder Paket? E-Mail. Das liegt an deinem, an der Größe deines Augapfels. Wenn du den gepolsterten Briefumschlag reinkriegst. Stell dir mal vor, es gibt jemand, der macht das wirklich. Oh, Alter. Dann stehst du da, ey. Was soll's mit dem Augapfel? Ja. Kannst dir drittes Auge einpflanzen. Bis Halloween ist der schlecht. Erstmal einfrieren. Unsere Beschreibung ist gut. Finde ich auch. Miau. Warum ist das nicht Arr? Es war kommt bald. Und dann habe ich mir Mauer ausgedacht. Du bist ja nie da, wenn man dich braucht. Danke, Bad Wolf. Ja, tut mir leid, ich hatte die letzten Tage ein bisschen was zu tun mit Außerirdischen. Kannst dir nicht vorstellen, wie anstrengend das war. Ach Quatsch. Weil ich mir eine Katze besorge, ihr könnt es nicht vorstellen, diese wundervolle Stadt Duisburg, wo ich lebe, hat nicht nur die schönsten Menschen, sondern auch die schönsten Tiere bei sich im Tierheim. Ich weiß noch nicht, woran es liegt. Also die Tiere passen wirklich zu den Einwohnern. Also vielleicht nicht zu allen, aber ist halt einfach komisch, das Tierheim. Vor allem habe ich Angst, dass die Katze hier alles anfrisst. Weil ich nicht genug Zeit habe für die Katze. Weil die Katze mir in den PC-Raum pinkelt. Standard. Standard, sehr schön. Arr, was fällt dir ein, schneller zu sein als ich? Die beste Katze ist sogar schneller als du. Ich soll den Piraten-Chat mal laufen lassen, damit ihr die russischen Gespräche da verfolgen kann. Na braun, orr. Otomka. Nein, ich kann kein Russisch. Wir haben aber auf dem TS immer Leute, die Russisch können. Der Daniel kann Russisch vom TS. Ein paar. Kannst du auch Russisch? Nein, das war auf die Frage mit, ob wir bei den Piraten auch eine Russin haben. Komisch, dass Russen so gerne Schiffe fahren. Normalerweise reiten die doch lieber auf Bären. Nee, das ist nur der Oberruss. Purple Snow. 5-5, The Rarity 175.000. Geweckt. Du bist schon da. Fast. Ja, wir sind da.